Genau. Vaak Odinson, gib mal ein Open Doors bei Google, bei Prophet Google. Ja, Frieden und Segen sei auf Prophet Google. Dann guckst du die Liste durch, wie viele Länder es gibt, muslimische Länder meistens, wo Christen verfolgt werden. Ja, ich glaube, Platz 1 ist Afghanistan oder Nordkorea, schau mal. Aber danach gibt es sehr, sehr viele muslimische Länder. Somalia, wie gesagt, Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, und so weiter und so fort. Schau es dir bitte an. Genau. Nick, 555 Marixi, du gibst hier Fehlinformationen. Schaut mal hier, ich habe mal fixiert. Der kommentiert hier viel. Obersten Kommentar. Schau mal bei Bart Ehrman, sehr empfehlenswert. Bart Ehrman ist ein Bibelkritiker. Ja? Deswegen, wenn ihr Bibelwissen aneignen sollt, dann liest selber die Bibel und fragt Gott, was die Wahrheit ist und nicht irgendeinen Bibelkritiker. Deswegen wirst du jetzt stumm geschaltet, mein Lieber, und dein Kommentar, ja, ist hier noch ein paar Sekunden da und ihr könnt das lesen. Nicht bei Bart Ehrman reinschauen, meine Lieben, und wenn, dann wisst, wenn ihr das schaut und liest, dass er ein Bibelkritiker ist und kein wahrer Christ, kein Nachfolger. Er folgt der Bibel nicht. Ja. Und der kann Leute, die gerade neu im Glauben sind, ja, oder nach der Wahrheit suchen, zum Zweifeln bringen. Weil er lehrt ja die Bibel nicht. Und die Bibel lehrt ja, dass man ewiges Leben bekommt durch den Herrn Jesus Christus. Dafür sind wir da, um aufzuklären und um das Wort zu predigen. Die Bibel, wie wir schon heute gesehen haben, hat allein unser Herr Jesus Christus hat so viele Wunder auf der Erde getan. Naturwunder, Heilungswunder, Auferstehungswunder. Das heißt, er hat den Naturwunder, er hat den Sturm gestillt beispielsweise. Heilungswunder, Blinde geheilt. Naturwunder war noch Wasser in Wein zu verwandeln, Blinde geheilt, ja, kranke Frauen geheilt, Aussätzige geheilt, Lahme und Krüppel geheilt. Und Auferstehungswunder hat er ja auch getan. Ja, zum Beispiel Lazarus, der auferstanden ist. Deswegen, meine Lieben, der Herr Jesus Christus ist Sieger, er kommt bald. Und vergiss nicht, es gibt keine Religion, die ewiges Leben gibt. Nur der Herr Jesus Christus kann deine Seele retten. Und der Islam ist nicht die Wahrheit. Allah ist nicht der Schöpfer von Himmel und Erde. Und Mohammed ist auch kein Prophet. Ja, er hat Juden und Christen getötet. Er wurde beauftragt, Juden und Christen zu töten. Er wurde von Allah beauftragt, Juden und Christen. Damals gab es nur Juden und Christen und Heiden dort. Es gab noch keine Muslime. Mohammed oder in der Bibel steht, dass im ersten Galaterbrief 1,8, dass wenn in der Bibel steht, dass wenn jemand anderes euch das Evangelium verkündigt, als das, was wir euch gesagt haben, ein anderes Evangelium verkündigt, sei es ein Engel auch vom Himmel, der sei verflucht. Und so ist auch der Islam gekommen. Ne? Allah hat Jibril geschickt, weil niemand hat mit Allah gesprochen, noch nie. Selbst, also Mohammed hat nie mit Allah gesprochen, aber die Propheten im Alten Testament haben ja mit dem allmächtigen Herrn gesprochen. Ja? Allah hat es über den Engel Jibril an Mohammed geschickt und er sollte rezitieren. So im Sinne von wie Lieferando, wenn euch jemand die Pizza bringt. Da bringt er ja nicht der Pizzabäcker die Pizza, sondern Lieferando bringt euch das. Ihr habt mit dem Pizzabäcker nichts mehr zu tun. So ist das mit dem Koran. Allah hat das Wort nicht Mohammed gebracht, sondern Jibril hat es gebracht. Und er wusste, dass er ein Analphabet ist und hat ihn trotzdem dreimal festgepackt, ja, bis er fast ohnmächtig wurde. Und er hatte Angst. Er ist nach Hause gegangen und hat auch gesagt, was ist mir da passiert?
Deswegen vergleicht immer, ihr Lieben, die ihr auf der Suche seid, vergleicht das Leben mit dem Herrn Jesus Christus und Mohammed und ihr werdet ganz klar von ganzem Herzen sehen, wer die Wahrheit ist, dass nur Jesus Christus der wahre Herr und Gott ist und nur er ewiges Leben geben kann. So segne ich euch. Danke, dass ihr da wart. Genau. Hier ist noch eine Aussage. Beauty Artist schreibt, danke für deine Aufklärung, aber eine Religion kann man nicht einfach wechseln. Woran glaubst du, wenn ich fragen darf, bist du Muslima? Eine Religion in dem Sinne, ja, Muslime. Bleib hier immer, wenn du willst, beziehungsweise geh in Streams, wo aufgeklärt wird. Auch andere Geschwister machen das. Und vergleiche deine Religion und du wirst sehen, dass der Herr Jesus Christus die Sünden der Propheten, die vorher waren, nicht betrieben hat. Er war rein. Und Mohammed ist 500 Jahre später gekommen, hat aber dieselben Sünden gemacht. Wofür ist er dann gekommen? Ja, er hat dieselben Sünden gemacht, wie die Propheten, die vor Jesus gekommen sind. Verstehst du? So. Mein Lieber, du warst schon oft hier oben. Ich kann nicht annehmen, dass Jesus Gott ist. Ja, du musst das ja auch im Glauben annehmen, liebe Adalina. Es ist auch kein Zwang. Frag einfach Gott, was die Wahrheit ist und er wird es dir schon offenbaren. Mein lieber Salih, wir haben dir schon erklärt, ihr redet wirklich wie Kinder. Ihr werdet so indoktriniert, ihr hört immer dasselbe, aber wenn du irgendwas noch sagen willst, wir haben dir ja eben angeboten, komm und schick diejenigen, die viel Ahnung haben, was willst du denn jetzt noch sagen? Du kannst gerne noch was sagen. Na, du hörst mich, Harut? Ja, wir haben dir ja eben gesagt, hol doch einfach irgendjemanden hoch, Handy oder... Nein. Am besten Handy, weil alle lernen von dem. Ja, nee, wenn er besiegt wird, das ist wie Vario. Ich will dich was anderes fragen, und zwar... heute kommt noch so einer hoch, der gefragt hatte, ob die Bibel bei euch 6000 Jahre alt ist, ne? Ob die Erde, ne? In der Bibel. Diese One Umma da. Ja, genau. Da kam noch Abu Hanja und meinte auch so, ja, wer sagt dann, dass man so alles zusammenzählen muss und diese Mathematik und so, das ist unnötig, ne? Ja, oder? Ich müsste den Livestream nochmal anschauen, um genau die Wortwahl kannst zu hören, du was da. Ja, das hat auf jeden Fall gesagt. Nun stelle ich mir halt die Frage an, wieso ihr dann das bei uns macht. Was genau? Ja, die Tage einfach zusammenzählen. Diese Mathematik. Welche Tage? Ja, mit der Schöpfungsgeschichte. Ja, die Schöpfungsgeschichte ist ein Thema für sich. Das heißt, in der Bibel steht, was am ersten Tag gemacht wurde. Zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Tag. Aber in der Bibel steht es nicht genau. Die Erde gibt es seit 6200 Jahren, 5900 Jahren. Ja, verstehe ich vollkommen. Aber Abu Hanja meinte allgemein, diese Mathematik, dass man einfach Sachen zusammenzählen muss und so weiter, hat keine Grundlage bei euch in der Bibel, beziehungsweise im Christentum. Die Frage ist halt nur, wenn er das dann kritisiert, beziehungsweise sagt, dass wir es nicht machen sollen, wieso macht ihr das dann bei uns? Ich glaube, also lass uns ihn dann beim nächsten Mal darauf ansprechen. Ich werde es in meinem Kopf behalten. Wir werden ihn fragen, ob er das darauf im Kontext bezogen hat, ob das jetzt auf die Anzahl der Jahre der Erde, was er dachte war, oder ob das jetzt die Schöpfungsgeschichte betraf. Können wir machen. Nein, ist ja egal. Also, so wie ich es verstanden habe, ist auf die Allgemeine bezogen, dass man es allgemein nicht machen soll. Die Frage ist halt nur, wieso das dann bei uns macht. Werden wir ansprechen. Wir werden ihn fragen. Du weißt, wenn er zum Beispiel einen Fehler macht, definitiv, was ich jetzt nicht sagen will, ich denke mal, Vic, du kennst ihn, er wird wahrscheinlich das zugeben, wenn er das irgendwie falsch erklärt hat. Glaube ich zwar jetzt nicht, aber okay. Okay. Lass uns das behalten. Wir haben jetzt schon 10:45. Die meisten müssen morgen arbeiten, morgen früh oder zur Schule gehen oder was weiß ich was. Yeah. Wir werden es nicht vergessen. So Gott will, morgen, ab Mittag. Ja, und dann können wir das absprechen. Okay. Ja, okay. Okay, hau rein. Mach's gut. Ciao, Salih. So, ihr Lieben,
Es war ein sehr gesegneter Abend. Danke, dass alle da waren. Und beziehungsweise danke, dass wir gute Gespräche hatten. Lasst uns heute mit gutem Gewissen einschlafen, indem wir alle, die hier sind, den Herrn Jesus Christus wirklich annehmen als unseren Gott und Retter, damit wir wirklich Frieden haben in unserem Herzen, in innen, damit es innen nicht tot ist. Das ist ja diese Hoffnung, was wir Kinder Gottes haben. Wir hoffen auf was Unsichtbares. Ja, in dieser Welt gibt es nur das Sichtbare. Ja, und klar, wir sündigen noch, aber Gott hat ja gesagt, dass diese Fleischeslust und diese Augenlust nicht von ihm sind. Deswegen sollen wir uns davon trennen. Wir sollen geistlich wandeln und auch uns sozusagen dementsprechend, auch wie der Herr Jesus Christus gewandelt ist, geistlich benehmen. Ja, wir sollen so sein wie er. Und wir sollen jeden Menschen ermahnen, auch so wie er zu sein. Ja, geduldig, liebevoll, gnädig, barmherzig, treu, voller Geduld. Ja, sanftmütig und langmütig sollen wir sein mit den Menschen. Und unsere Waffen sind hier das, was wir sagen, nicht unser Schwert. Ja, dass wir Menschen dafür töten. Ich wünsche euch Gottes Segen, meine Lieben. Omar Fani, ja, sind wir. Und zwar mit Liebe, Omar Fani, hör mal auch zu für dich. Wir missionieren nicht nur mit Kreuzfeuerdebatten oder Debatten oder wenn es mal laut wird und menschlich wird. Ja, dass dann einer sagen kann, guck mal, der ist Christ, guck mal, wie der sich gerade benimmt. Das macht ihr ja so gerne. Ja, ihr denkt, das können wir bei euch nicht machen. Warum? Weil ihr den Heiligen Geist nicht habt. Wir können nicht zu euch sagen, guck mal, der Muslim, wie der sich benimmt, weil er einen Geist hat, der in der Bibel oder im Koran genannt wird. Gibt es ja bei euch nicht. Aber wir sehen, dass ihr beleidigt, uns beleidigt und so weiter und so fort. Ja? Und dann sehen wir, dass das nicht ein Update kann. Wie ich dir schon gesagt habe, wir haben das heute besprochen. Ja? Ich schere dich nicht unter einem Kamm. Nicht bitte falsch verstehen. Das war kein Angriff auf dich. Ich wollte dir sagen, wir missionieren mit Liebe, mit Geduld. Und wir möchten, dass jeder Mensch so wie der Herr Jesus Christus wird. Und genauso auch lebt. Heilig und gerecht. Genau. Nein, nicht falsch verstehen. Ich meine damit, die hier immer hochkommen, nicht alle. Nicht ihr alle, habe ich gesagt, sondern ihr, die hier hochkommt. Ich kenne dich nicht, du kannst bestimmt ein sehr guter Mensch sein, menschlich gesehen. Wir kennen uns nur hier von TikTok. Und ich wünsche jetzt euch eine gute Nacht, gesegnete Nacht. Bis morgen, ihr Lieben. Und so Gott will, Gottes Segen.